Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das wird heute kein Vlog oder ähnliches. Ich möchte euch einfach nur ein Update geben, ein Video-Update über Cooper, wo ich alles so mal ein bisschen detailliert erklären kann, was eben passiert ist. Tut mir leid, dass ich mich ein bisschen krank anhöre. Meine Nase ist komplett zu und ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Auf jeden Fall möchte ich euch eben erzählen, was genau mit Cooper passiert ist. Und ja, ich gehe übrigens gerade im Wald spazieren. Und zwar zuallererst, Cooper wurde vor gut, ich glaube, 4 Tagen oder so angefahren. Das Ganze ist so passiert, wir bei uns haben einen großen Grund, wir haben einen Hof und dort haben wir ihn dann einfach angeleint, weil Cooper zum Beispiel, man kann ihn nicht freilassen, er wird einfach wegrennen und das ist uns einfach zu gefährlich bei der Straße. Jetzt haben wir so eine lange Schleppleine, wo er im Hof angebunden sein kann, wenn wir zum Beispiel gerade nicht mit ihm Gassi gehen können, aber er trotzdem eben draußen sein möchte und er einfach an die frische Luft will, ohne jetzt irgendwie sein Geschäft zu verrichten, weil wir gehen ja eh täglich mit ihm raus, so ist es ja nicht. Aber er möchte halt auch gerne eben draußen sein und liegt dann zum Beispiel auch total gerne irgendwie auf der Terrasse oder sowas. Und an dem Tag war es halt einfach so, dass ein Kunde kam, irgendwie am Hof mit seinem Auto stand. Also er ist auch ganz normal hierher gefahren und war alles in Ordnung. Und kurz danach, als er eben fertig war, seine Bestellung quasi abgeholt hat, wollte er wegfahren und hat irgendwie Cooper angefahren vorne. Und ich habe davon nichts mitbekommen zuerst. Und mein Vater kam dann auch einfach irgendwann zu mir und hat gesagt so, ja, Thomas, die haben gerade Cooper angefahren. Und ich war, also ich so, ja, wie geht's ihm, bla. Und er hat gesagt, ja, soweit ganz gut. Aber er konnte halt auch noch nicht genau beurteilen, was er eben hat, weil, ja, wie soll man das von außen so sehen, wenn der Hund ganz normal geht und alles. Und als ich ihn dann gesehen habe, wie er so beim Mund komplett voller Blut war, ich dachte mir schon, scheiße, ich werde irgendwie Cooper verlieren oder so, er wird sterben. Und das war so, so schlimm. Also das war wirklich 2017, also ich hatte meinen Autounfall mit Airbags und alles, da kommt auch noch ein Video dazu, aber das war mit Abstand der schlimmste Tag in meinem Leben bis jetzt, als ich erfahren habe, dass er eben überfahren wurde, weil ich damit einfach überhaupt nicht gerechnet habe. Und dann sind wir eben direkt zum Tierarzt gefahren, weil, also wir haben einen Haustierarzt, zu dem fahren wir eigentlich immer, der ist auch wirklich super, aber das Ding ist halt einfach, dass der erst in 3 Stunden erreichbar war und ich dachte mir so, nee, dann fahren wir zu einem anderen Tierarzt, der sofort verfügbar ist, weil ich wusste ja nicht, verblutet er jetzt oder keine Ahnung, ich wollte einfach unbedingt sofort, dass er behandelt wird. Und dann sind wir immer zu einem anderen Tierarzt gefahren, der hat sich eben Cooper angeschaut und der hat dann gesagt, ja, soweit ist alles in Ordnung, er bekommt Schmerzmittel mit und dass das Kiefer hier so ein bisschen runterhängt auf der linken Seite, das ist ganz normal und er kann sich aber nicht erklären, warum das halt runterhängt und das sollte auch wieder komplett zurückgehen. Und ich dachte mir so, okay, er hat den Hund jetzt nicht wirklich angeguckt, er hat jetzt nicht wirklich eine Diagnose gestellt, was er denn jetzt wirklich hat. Er hat uns einfach nur Schmerzmittel mitgegeben und irgendwie, keine Ahnung, ich wollte mir halt einfach einreden, dass das, was ein Tierarzt sagt, auch der Wahrheit entspricht. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich hatte trotzdem noch so ein total unwohles Gefühl und dann haben wir den Tag einfach mal so vergehen lassen und haben halt geguckt, trinkt er, frisst er, und er konnte am ersten Tag noch trinken und er konnte am ersten Tag, ich weiß nicht, ob er gefressen hat, ich glaube nicht richtig fressen, und dann dachte ich mir so, ja, wenn er trinken kann, vielleicht wird es besser mit den Schmerzen. Und sind dann eben am nächsten Tag, als ich dann aufgewacht bin, habe ich gesehen, dass eben, ja, er kann jetzt nicht mehr noch trinken und ich merke einfach, es stimmt was nicht. Er rührt nicht mal seine liebsten Leckerlis an, die er würde alles dafür tun, die zu essen. Und er hat sie nicht angerührt und ich dachte mir so, okay, da ist was schief. Also da, das kann nicht sein. Sind dann zu unserer Haustierärztin gefahren, die dann an dem Tag da war
Und die hat ihn nur von Weitem gesehen und gesagt, das Kiefer ist durch. Also das sieht sie sofort. Ich kann euch hier noch ein paar Bilder einblenden, wo ihr dann sehen könnt, wie das Ganze aussah. Also es sah wirklich extrem schlimm aus, für mich zumindest, weil die Tierärztin ist damit ganz locker umgegangen. Die war das gewöhnt, aber ich eben nicht. Und ich fand das einfach so schlimm, ihn da so liegen zu sehen mit einem gebrochenen Kiefer. Und ich dachte mir so, ey, das kann es doch echt nicht sein. Und ja, dann wurde er eben jetzt auch behandelt, also er wurde operiert. Er hat jetzt vorne so einen Bügel, blende ich euch auch mal ein Bild ein, da könnt ihr es auch nochmal sehen. Und der soll eben das Kiefer wieder anheben und dass das dann wieder ordentlich verwachsen kann. Das kann jetzt aber zwischen 6 bis 8 Wochen dauern, bis das wieder verheilt ist. Aber Hauptsache, er hat keine Schmerzen und es wird danach wieder so wie früher. Auf jeden Fall bin ich echt enttäuscht von dem ersten Tierarzt, wo wir waren, weil ich mir denke, wenn jemand anderes zum Tierarzt geht und dem einfach nur vertraut, ey, der Hund hat ein gebrochenes Kiefer und er sagt, da ist alles in Ordnung, dann denke ich mir so, wie inkompetent kann man nur sein? Weil, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es ihm soweit gut. Ich gehe jetzt ja gerade hier mit ihm durch den Wald und ich werde euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, wie es mit Cooper weitergeht und ja, aber nur damit ihr mal wisst, was jetzt auch wirklich abgegangen ist. Auf Twitter habt ihr es ja eh auch schon gesehen, da poste ich nämlich auch immer Cooper-Updates und ja. Gut Leute, dann würde ich mal sagen, war es das von dem Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und vielen, vielen Dank für all die Genesungswünsche, die ihr bereits an Cooper geschrieben habt. Es wird ihm auf jeden Fall helfen und Dankeschön für eure ganze Liebe und ja, dann würde ich sagen, Leute, war es das von dem Video. Haut rein, macht's gut und ciao.